Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute geht es mal um etwas Praktisches, nämlich wir wollen mal wieder den Motor einer Märklin Lokomotive umbauen und wir haben die Baureihe V160 in die Hände bekommen, die in Zukunft auch bei uns auf der Modellbahnanlage fahren soll. Ja, und das ist praktischerweise auch alles zusammen in einem. Ja, Starter-Kit kann man nicht sagen. In einem Kit, in einem Set, wie man vielleicht auch sagen könnte. Und zwar von Märklin mit der Artikelnummer 2664. Die Anhänger interessieren uns heute nicht. Wir werden die irgendwann auch noch zusammen digitalisieren, beziehungsweise mit Licht, mit LEDs versorgen. Aber heute geht es um die Lokomotive, die auch mit Spitznamen Lollipop heißt. Äh, irgendwie hat die mir einfach in dem Set unheimlich gut gefallen, auch wenn wir die 218 haben, die ein bisschen ähnlich ist, die 216 war die direkte Nachfolgerin hier von dieser Versuchslokomotive, deswegen ein V davor. Ja, und wir wollen die einfach umbauen auf einen Hochleistungsmotor und im zweiten Teil dann bauen wir noch einen Digitaldecoder ein. Ja, die Lokomotive zerlegt man am besten, indem man wenn der erste Führerstand rechts ist und der zweite Führerstand demzufolge links ist. Wenn man dann oben den linken Lüfter entfernt, da ist rechts äh, bei dem Rundell so eine ganz ganz kleine Einkerbung. Da kann man mit einem feinen Schraubenzieher oder einer feinen Pinzette vorsichtig hineingreifen und dann den Lüfter, diesen kleinen Plastikdeckel herausholen und dann sieht man auch schon die darunter liegende Schraube, so bekommt man hier diese V160003, die im Original übrigens im DB-Museum in Nürnberg steht, da bekommt man dann so diese Schraube heraus. Ja, bei uns hat sich dann dieses Bild gezeigt, links ein relativ alter Antrieb und rechts sehen wir dann noch einen alten Märklin Decoder, ein C80, wenn ich mich nicht täusche, mit Mäuseklavier und keiner einstellbaren Anfahr- und Bremsverzögerung bzw. einer Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, diese Lokomotiven fahren ja immer unrealistische Geschwindigkeiten, wenn man auf die volle Fahrstufe hochgeht von irgendwie was zwischen 300 und 400 km/h. Ich habe das nie verstanden, warum Märklin diese Lokomotiven so ausgeliefert hat. Man konnte effektiv, wenn man diesem, mit dieser Kombination gefahren ist, ja tatsächlich nur die ersten fünf Fahrstufen nutzen. Märklin hat im Motorola-Format eh nur 14, das also ist irgendwie relativ schnell knapp geworden. Naja, heute bei 28 und einer einstellbaren Höchstgeschwindigkeit mit einem schönen ESO-Decoder, äh, Märklin kann es auch, gar keine Frage, ähm, ist es natürlich wesentlich schöner. Und man sieht die Lokomotiven viel sanfter anfahren. Um jetzt an das Innere des Motors zu kommen, denn das wollen wir ja wechseln, muss man erst einmal das gesamte Fahrwerk hier aus dieser Lokomotive herausbekommen. Das ist bei dieser Lokomotive nicht besonders schwer. Und zwar, wenn man die Lokomotive um, umdreht und schaut unten auf das Drehgestell, dann sieht man in der Mitte des Drehgestells ist eine große Schraube, wo so eine ja so eine Metalllasche trägt und diese Schraube muss man entfernen und wenn man diese Metalllasche herausnimmt dann kommt auch schon alles was unten noch so drumherum ist wo auch die ähm, Kupplung dran hängt noch dran auch da ist eine kleine Schraube die gelöst werden muss und wenn das beides gelöst ist dann fällt das alles ab man hat es als Einzelteile die ist vorsichtig irgendwo auf die Seite legen wir brauchen das noch mal ja und dann kann man das gesamte Fahrgestell nach oben herausziehen. Das ist wichtig. Manchmal ist es auch von unten, aber wir müssen es auch nachher wieder, ich verrate es gleich, von oben wieder einsetzen. Was für eine Überraschung. Ja, und wenn man dann noch die Schrauben an dem Motor öffnet, dann sieht das Ganze wie im nächsten Bild aus, denn dann sieht man das Innere des Motors, die Antriebsteile, die relativ großen und groben Antriebsteile. Naja, vielleicht ist das auch das Geheimnis, warum eben die Lokomotiven nicht langsam fahren konnten äh, bei Märklin, weil äh, es eben nur ein dreipoliger Motor ist und kein, wie wir jetzt einbauen, fünfpoliger Motor. Zum Einsatz für den Hochleistungsmotor kommt bei diesem Modell der Hochleistungsmotor-Nachrüstsatz 60944. Es gibt unterschiedliche Nachrüstsätze, da muss man aufpassen. Ähm, 60944 ist jetzt für die äh, Lokomotive hier geeignet, weil es einen großen Scheibenkollektor hat. Ähm, wenn die, sage ich mal, Standardlokomotiven zu boah, 80, 70 Prozent vielleicht aus aus der etwas jüngeren Zeit äh, mit vielleicht einem grauen Karton. Äh, bei denen passt meistens der Nachrüstmotor 60941. Aber es ist immer gut, man googelt vorher danach oder man informiert sich bei Märklin oder ähm, man fragt irgendjemand. Alle Modelle, die wir umbauen, sind auf unserer Homepage ja ähm, verzeichnet, bzw. wir haben alle Lokomotiven, die wir haben, hier auf unserer Homepage. Und wenn wir sie umgerüstet haben, dann schreiben wir auch immer hinein, mit welchem Kit wir es umgerüstet haben. Vielleicht ist das eine kleine Hilfe für euch, falls ihr eine ähnliche Lokomotive habt oder ähm, vielleicht sogar eine selbe wie wir. Ähm, dann könnt ihr da nachschauen, wenn ihr umrüsten wollt. Ja, im Kit ist eine Menge drin. Ähm, auf jeden Fall mal ein Magnet. Dann haben wir zwei Anker drin. Da müssen wir drüber reden, welchen wir davon brauchen. Und wir haben zwei Motorschilde drin. Ähm, da muss man einfach schauen, was passt zu der Lokomotive. Die Anker unterscheiden sich dadurch, dass einer hinten am Zahnrad des Ankers 7, ähm, Zähne hat und der andere hat acht Zähne auf dem Zahnrad sitzen. Und wenn man alles mal so vor der Lokomotive hinlegt oder vor dem Motor, den es eingebaut werden soll, dann sieht man schon mal als allererste, was man vielleicht versuchen sollte, wäre den Dauermagneten einzubauen. Das ist ähm, manchmal auch ein bisschen ein Gefummel, dass man ein bisschen rütteln muss, weil der Platz doch relativ manchmal auch begrenzt ist oder irgendwas im Weg steht. Ich habe schon Lokomotiven gehabt, da hat man auch ein bisschen was wegfräsen müssen, dass äh, der Permanentmagnet wirklich satt sitzt. Bei dieser Lokomotive war es aber tatsächlich nur ein bisschen ein Rütteln. Ja, dann sieht man vor dem Motor liegen noch die zwei Anker. Ich verrate es gleich, bei dieser Lokomotive muss man den Anker nehmen mit dem Plastikzahnrad, also von beiden jetzt hier der linke. Ja, und unten bei den Motorschilden, da verwenden wir den rechten. Wie man also auf diesem Bild sieht, haben wir den Permanentmagneten sauber eingesetzt. Dann kam der Anker hinein. Und dann das Motorschild drauf. Der andere Anker hat einfach deshalb nicht gepasst, so als kleiner Hinweis, weil er einfach zu kurz war. Das heißt, er hat am Motorschild hat nicht dieses Metall, mit dieser metallische Zapfen herausgeschaut und genau aus diesem Grund mussten wir also den anderen Anker nehmen, der ein kleines bisschen auch länger mit der Getriebestange ist. Ja, dann werden die Schrauben wieder eingedreht und was man nicht vergessen sollte, wäre diese kleine Lasche äh, an einen der Schrauben hinzumachen. Ich mache es immer meist an die rechte obere. Äh, hier wird nachher nämlich die Masse vom Digitaldecoder angeschlossen. Dann wird wieder das gesamte Fahrgestell von oben in die Lokomotive eingesetzt. Wir sehen das Ganze jetzt wieder von unten. Deswegen muss wieder diese metallische Lasche äh, drauf gesetzt werden. Die hält nämlich dann das Ganze in der Lokomotive fest, aber natürlich noch frei beweglich. Dann setzen wir wieder die Schraube ein. Ja und. Dann sitzt erst einmal wieder das Fahrgestell in der Lokomotive sauber drin. Danach kann man auch wieder die Plastikumrahmung um das Fahrgestell unten drum herum bauen, mit der Schraube wieder festschrauben. Und dann bietet es sich an, an diesen zwei Austritten, wo der Anker herausschaut, einen ganz ganz kleinen zarten Tropfen Öl hinzusetzen, auf der Rückseite vielleicht genauso und hier einfach noch der Hinweis, alles was man immer ölt, wirklich lieber weniger als zu viel, weniger ist in diesem Fall wirklich immer mehr. Vorsichtig beim Ölen, damit der Motor nicht Absauft durch zu viel Öl, denn das ganze überflüssige und dreckige und verschmutzte Öl habt ihr halt nachher auf den Schienen. Und dann geht es in irgendeinem Video mal um die Schienenreinigung, weil eben eure, Lokomotiv eure Lokomotiven vor lauter Öl, dass sie verlieren, die Schienen dreckig machen und dann irgendwann nichts mehr geht. Und dann unterhalten wir uns auf einmal um Lokpuffer und was weiß ich alles oder vielmehr Speicherpuffer, die man die Lokomotiven einbaut, damit die Lokomotiven über die ganzen dreckigen Stellen auf den Schienen drüber kommen. Ja, und in dieser Tüte sind noch so Motorbürsten drin, die wir noch einsetzen müssen. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen und diese kleinen Dinger bitte nicht wegwerfen, ähm, denn die gehören tatsächlich hier an die Seite hineingeschoben bei dem Motor. Und äh, es ist immer wichtig zu sehen, dass diese Bürsten nämlich eine Einkerbung haben. Hier wird nämlich nachher der dünne Draht, äh, den wir jetzt hier sehen, über die Bürsten drüber gegeben, damit diese im Motor verbleiben. Also es ist einmal eine Arretierung. Zum anderen äh, kann da, wird da auch der Strom an den Motor. Rübergegeben und auf der anderen Seite sieht man schon ein bisschen von der Bürste, da ist so eine leichte Einkerbung, also keine, keine Einkerbung, sondern eine leichte Rundung vielmehr. Und diese Rundung, die äh, drückt natürlich auf den Motoranker drauf und überträgt die Spannung dorthin. Ja, und hier, ich weiß nicht, ob man es ganz gut sieht bei dieser. Makroaufnahme oder versucht Makroaufnahme ähm, so rum, dass quasi die Kerbe nach oben zeigt, wenn man jetzt das Fahrgestell nach unten drehen würde. Dass, äh, das wäre quasi die richtige Stellung für die Bürste äh, und dann wird am Schluss der Draht drüber gegeben und auf der anderen Seite haben wir das quasi schon vorbereitet. Da wird es dann nochmal genau so gemacht. Ja, und das war das ganze Hexenwerk, um einen Motor von Märklin bei der V160 umzubauen. Wir machen es noch ein paar Mal, wir dokumentieren es auch noch ein paar Mal, äh, vielleicht auch noch mal mit besseren Bildern mal schauen. Damit wäre jetzt erstmal der Umbau der Lokomotive beendet, was den Motor angeht, und im nächsten Schritt kommt dann der Digitaldecoder, das ist dann der Teil 2.